Jahrzehntelang blicke ich schon in diesen Spiegel und jahrzehntelang träume ich von meinem Spiegelbild, das einst vor 300 Jahren im Spiegelsaal des Schloss Schönbrunn wunderschöne Hofdamen erspähte, die Perücken lockend und Kleider bauschend Menuett tanzten, dabei lauthals lachten, aber mich, den Spiegelvampir, nicht sahen. Und ich stieg unsichtbar aus meinem goldgerahmten Wandspiegel und saugte lautlos die tanzlustigen und quietschvergnügten Spiegelsaldamen blutleer. Und wie durch Zauberhand verwandeln sich diese in bildhübsche, blutrünstige Vampirinnen, die Raubtier fauchend ihre erschreckten und stocksteifen Tanzkavaliere blitzrasch in den Hals bissen und deren edelmännisches Blut aussaugten. Auch die Spiegelsaalherren verwandelten sich im Nu in bildhübsche, blutrünstige Vampire, die wolfsknarrend und zähnefletschend über ihre heißblütigen Tanzpartnerinnen herfielen, die sich aber kahlenscharf und weißwütig zur Wehr setzten, eine kreischende und brüllende Blutorgie entstand. Ich hasste dieses scheußliche Schauspiel, die schmatzende, blaublütige Vampirbrut ekelte mich an. Blitzschnell ergriff ich den kerzenreichen Kronleuchter des Spiegelsaals und warf ihn erbarmungslos in den wimmernden Blutsaugerhaufen. Lichterloh brannten die Schlossvampire und wurden mehr und mehr rußschwarz. Und ich verschwand unsichtbar und rachegestillt in meinem Zauberspiegel.